Einblicke, die neue Ausstellung in der Künstlerzeche Unser Fritz. Auf den ersten Blick wirken die Werke von Michael Kiefer fotorealistisch und geben Einblicke in uns bekannte Szenen. Familienbilder der 50er, Reklamefotos und Filmszenen. Auf den zweiten Blick erkennt man Details, die zum genaueren Betrachten der Werke einladen. Blumen, Beine oder Füße, die aus Köpfen wachsen, Frauen, die brennen oder Ratten, die aus Schubladen schauen. Die Ausstellung ist bis zum 30. April, mittwochs und samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Setzt die Fotografien in Malerei um, dabei geht er immer sehr genau vor. Die meisten Vorlagen werden zu schwarz-weiß-grau-sepia-brauntönigen Bildern. Michael Kiefer verzichtet in den meisten Arbeiten auf eine Buntheit. In anderen Arbeiten fügt Michael Kiefer Elemente hinzu oder er verändert diese Elemente. Ich glaube, das wird ganz besonders deutlich in der Reihe Frauen, die in Küchen stehen. Hier sind die Vorlagen eigentlich typische Werbeanzeigen der Küchenfirmen, wie wir sie in unseren ganz alltäglichen Zeitungsbeilagen findet. Eine hübsche, schlanke, gut gekleidete junge Frau steht in der Küche und tut so, als ginge sie der täglichen Küchenarbeit nach. Zugleich geht es auch immer um Wahrnehmung. Wie nehmen wir die Bilder wahr? Schauen wir hier nur flüchtig hin, um den vermeintlichen Inhalt zu sehen? Oder staunen wir über diese perfekte fotorealistische Malerei? Oder entdecken wir eben die unbekannte Realität hinter den Bildern? Versuchen Sie vielleicht heute Abend mal einen Blick hinter das Vordergründige der Abbildung zu werfen. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Vielen Dank.